Jetzt freue ich mich ganz besonders, Stefan Schütz vom Büro GMP zum Vortrag begrüßen zu dürfen. Ganz herzlichen Dank, Imke Wölk. Ich stelle was vor, was wir beide zusammen in diesem Sommer unternommen haben. Kein Urlaub, sondern eine Initiative zum modularen Bauen, zusammen mit dem Büro Heppold, was hier auch vertreten ist, und natürlich der WBM. Wir, das ist die Academy for Architectural Culture, eine kleine Architekturschule, die wir als GMP-Architekten gegründet haben und die sich zur Aufgabe gesetzt hat, junge Talente aus der ganzen Welt zu fördern. Da komme ich gleich noch dazu. Der Ausgangspunkt war natürlich die Fragestellung, wie 20.000 Wohnungen im Jahr in Berlin zu bauen sind, um diesem prognostizierten Wachstum bis auf 4 Millionen Einwohner im Jahr 2025 überhaupt gerecht zu werden. Das heißt, wir haben es gerade mal durchgespielt, für die landeseigenen Gesellschaften pro Stunde muss eine Neubauwohnung fertig werden. Das ist also absoluter Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Das ist ein dynamischer Prozess. Toll, Wachstum auf der einen Seite, aber es ist natürlich auch ein enormer Prozess der Verdrängung für die Leute, die als Geringverdiener nach Berlin kommen und die im Grunde genommen, weil sie hier keine Wohnung finden, gleich in die Peripherie verwiesen werden. Es ist auch ein Prozess, in dem letztendlich die Bauindustrie, wenn man heute mal fragt, ob man mit einer Baufirma zusammen irgendein Bewerbungsverfahren für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften macht, wo auch die Baufirmen am Rande der Kapazität operieren. Wie schaffen wir es also, Wohnen und Arbeiten im Stadtzentrum in zentralen Lagen für alle Bevölkerungsschichten zu ermöglichen? Das war so der Ausgangspunkt unseres Workshops. Und die Antwort findet man dann natürlich sofort in der Presse, in der Fachpresse wie in der Tagespresse. Das Stichwort ist Nachverdichtung, aber häufig wird eben nicht ausreichend bedacht, dass das tatsächlich ein Eingriff in Lebensräume von Stadtbewohnern ist. Die Lebensräume verändern sich komplett auf der einen Seite. Viel schlimmer wird aber noch bewertet, dass halt einfach über diese Bauphasen Lärm, Staub und Dreck und alles, was so dazugehört an unangenehmen Eigenschaften von Baustellen, die Leute belästigt. Wenn wir uns Rechenschaft darüber ablegen, wir als Architekten und Planer, aber auch als Bauwirtschaft, welche Antworten wir eigentlich so gefunden haben in den letzten Dekaden, um diesem enormen Stadtwachstum gerecht zu werden, dann müssen wir sagen, eigentlich relativ wenig. Wir haben keine besonders guten Antworten. Diese Bilder zeigen eigentlich, dass wir heute oft so bauen wie in vorindustriellen Zeiten, also Stein auf Stein und viel verklebt und verschmiert auf der Baustelle. Wir haben alle das Gefühl gehabt, dass wir damit den Aufgaben nicht unbedingt gerecht werden können. Und genau die Fragen haben uns eben interessiert. Wie können wir schneller bauen? Wie können wir kostengünstiger bauen? Wie können wir vor allen Dingen das Bauen von der Baustelle in die Fabrik holen, wo es meiner Ansicht nach hingehört, wo man präziser bauen kann, wo man nachhaltiger bauen kann und wo man letztendlich dann auch Lärm und Staub in der Stadt verhindern kann. Wir haben dann zusammengearbeitet mit dem Büro Heppold, die sich im Vorwege ein parametrisch getriebenes BIM-System ausgedacht haben, eine Skelettbauweise, die für serielle Wohnungsbauten gedacht war. Und das Ganze basiert nicht so sehr darauf, dass man standardisierte, maßlich genau definierte Teile vor sich hat. Die CNC-Fräse ist es ja egal, wie groß ein Bauteil ist, wenn es nicht viel zu groß wird, sondern vielmehr ging es um die Verbindung. Und ich habe das mal hier an so einem Beispiel rausgegriffen. Es geht im Grunde genommen um um Verbindungen, die eben nicht vergossen werden, wo man im Grunde genommen alles trocken auf der Baustelle zusammen schrauben und montieren kann. Das ist eigentlich der Ansatz. Und jetzt wollte ich mal dazu einen kleinen, der ist jetzt genau nicht da drin. Warte mal, da
mache ich erstmal hiermit weiter, kommt vielleicht gleich noch. Die Aufgabenstellung selbst, die kam dann von der WBM. Das ist ein Quartier zwischen dem Ostbahnhof und der Karl-Marx-Allee, mitten in Friedrichshain, bestehend aus 5-geschossigen Zeilen, aus gründerzeitlichen Relikten und aus einem 11-geschossigen Riesenmonster, was da im Süden zu sehen ist, einer Wohnscheibe. All das Plattenbauten aus der DDR-Zeit. Und wir haben mit dem Büro Heppold zusammen zunächst mal darüber nachgedacht, wie wir die Aufgabenstellung, die die WBM uns da gegeben hat, nämlich 3 serielle Wohnhochhäuser dort zu platzieren, wie wir da selbst gerecht werden können. Das zeigt sich jetzt in diesem Lageplan. Die 3 Wohnhochhäuser sind zwischen dieser Zeile im Süden und den 5-geschossigen Riegeln ganz gut zu erkennen. Es geht im Grunde genommen durch diese 45-Grad-Drehung darum, dass man möglichst große Abstände zu den Nachbarn, also Sichtabstände, erzeugt und gleichermaßen Vernetzung innerhalb des Quartiers herstellt. Und das Ganze haben wir dann im Grunde genommen mit ganz wenigen vorgefertigten Fassadenelementen weiterentwickelt, mit immer standardisierten Fenstern, Balkons und haben vor allen Dingen darauf geachtet, dass eben soziale Aspekte auch eine Rolle spielen, gemeinschaftlich genutzte Dachgärten, Aufwertung der Freiräume, aber eben auch so modular oder so gemeinschaftliche Nutzung in den Erdgeschosszonen, also eine neue Form von Wohnen und Arbeiten. Und jetzt sieht man das Ding, was ich eigentlich hier los. Probieren wir das mal. Hier sieht man jetzt, wie dieses Programm im Grunde genommen arbeitet. Das ist natürlich stark simplifiziert. Es geht darum, dass man tatsächlich jedes einzelne Teil definiert, Abläufe von der Planung direkt in die Produktion schieben kann und nicht, wie das heute häufig so üblich ist bei uns Architekten, dass wir ein Haus 5-mal planen, wir zeichnen Pläne, dann zeichnet der Tragwerksplaner noch einen Plan und der es bauen soll, zeichnet die Pläne nochmal völlig neu. Sondern es geht darum, tatsächlich die Dinge zu vernetzen. Und wenn man nun in den Workshop, jetzt muss ich irgendwas anderes machen hier, da brauche ich jetzt mal Hilfe. Geht nicht mehr weiter, ne? Vielleicht hier raus. So, und jetzt waren wir hier bei Imke. Jetzt gehen wir mal in diesen Workshop. In dem Workshop haben wir versucht, die Studenten, die Stipendiaten zu animieren, dieses System umzusetzen und noch ganz andere räumliche Konfigurationen der Nachverdichtung für genau diesen einen, für dieses eine Stadtquartier zu finden. Das waren Stipendiaten aus Russland und China und Deutschland und Portugal und Kroatien, die sich in Gruppen zusammengefunden haben und die hier, wie durch Imke Wölk, dann durchs Programm geführt wurden. Und ich kann das leider im Einzelnen nicht erzählen, was für schöne Ergebnisse dabei rauskamen, aber Pars pro Toto, der sitzt auch gerade hier, durch ein schönes Hochhaus. Also hier sieht man nochmal die Bandbreite der Lösung von Hochhauseinfügungen bis hin zu Clusterungen, bis hin zu Aufstockung und zeilenartigen Nachverdichtung, die dabei rausgekommen sind. Das müsste man sich dann im Einzelnen mal anschauen. Da wird es auch im nächsten Jahr eine Ausstellung dazu geben. Aber was eben tatsächlich sehr schön geworden ist, ist zum Beispiel dieses Hochhaus, das hat uns allen gut gefallen, so eine ganz lässige, unprätentiöse Art, wie man in Berlin in Zukunft modular bauen könnte. Oder auch dieses Verdichten durch Clustern, so ein bisschen wie dieser Bremer Punkt, den wir ganz am Anfang gesehen haben, wodurch sich sehr, sehr schöne Teilräume innerhalb des Quartiers ergeben. Und insofern ist unser Workshop eigentlich als so ein Laboratorium unter realen Bedingungen zu verstehen gewesen, eine Gegenüberstellung des Plattenbaus des letzten Jahrhunderts mit den Möglichkeiten, die wir vielleicht heute haben und die wir schlicht und einfach nutzen müssen. Und dazu freue ich mich, dass alle zuhören und vielleicht auf dieses System zurückgreifen, denn es ist eine ganz offene Plattform, so haben wir das zumindest verstanden. Vielen Dank.